Catch was drauf, bist euch und herzlich willkommen zu einer neuen Video in diesem, sagen wir, Call of Duty Vanguard. Und wir werden heute das tun, was wir in jedem COD machen, aber immer vergessen. Wir spielen heute die One-Shot-Klasse. Was ist die One-Shot-Klasse? Die One-Shot-Klasse ist ganz einfach. Es ist die Sniper. Wir spielen heute Sniper und mit der K98K. Wir spielen auf Big Map Blitz. Oh yeah, ich stehe auf Big. Ach, ja, Freunde, das ist die Sniper. Ich weiß ganz genau, dass da noch ein paar Aufsätze fehlen. Also sie ist gerade mal auf Level... Wo sehe ich das Level hier? Level 48. Ich muss sie auf jeden Fall noch leveln, weil ihr müsst wissen, sie zoomt rein wie so eine kleine Schnecke. Also man zoomt 2 Jahre rein und bis dahin ist man schon tot. Aber ey, ich bin Sniper-Profi 1, 2, 3. Also, let's go. Was ihr sofort am Anfang wissen müsst, Leute, ich bin ein richtig krasser Sniper-Spieler. Also mich nennt man auch den Catch My Snipe. Mich hat noch nie jemand so genannt. Und deswegen nicht wundern, ich werde jetzt einen Schuss nach dem anderen treffen. Jedes Mal. Diese Sniper hat nur 3 Schüsse und ich werde jeden Schuss treffen. Seht ihr? Jeden Schuss getroffen. Okay, okay. Die müssen hier spawnen. Komm schon. Hardscope. Digga. Ja, Mann, der Buddy chillt die ganze Zeit. Er hat mich nicht bemerkt. Let's go. Ist gerade eine Bot-Lobby oder warum stehen sie gerade einfach nur so dumm rum? Und Leute, habe ich euch schon überzeugt, wie krass ich... Nope. Snipen kann. Okay, hier, Hardscope. Was war denn das? Oh mein Gott, das imagine ich. Oh mein Gott, Slim Shady. Stellt euch mal vor Eminem Spiel zu. Das Krasse, was ich noch mit der Sniper kann, sind krasse Quickscope-Mixscopes. Schaut mal, wie krass ich Quickscope hier. Also, das ist wirklich... Okay, ey, ich habe gerade jeden Schuss getroffen. Let's go. Nein, ich muss nachladen. Warte mal, ist es ein Online-Match? Ich wünschte so sehr, ich könnte jetzt mit meiner PPSH ja alles rasieren. Die würden so easy verrecken gegen meine PPSH. Aber Leute, es ist immer wichtig, Neues zu lernen. Wir müssen auch mal ein bisschen die Königsdisziplin ausprobieren. Und zwar Snipen in Call of Duty. Der läuft da. Oh, der kommt von da. 3. Oh mein Gott. Oh, hinter uns. Ne, über uns. Ah, da. Digga, mein Team ist genauso unfähig. Leute, findet ihr auch, dass Snipen die Königsdisziplin in Call of Duty ist? Weil ich finde irgendwie, es gibt nichts Schwierigeres, als in Call of Duty gut snipen zu können. Junge, diese Gasgranaten, diese Molotov-Cocktails, Junge. Ja. Ich würde gerne in die Kommentare schreiben, Leute, ob ihr gut snipen könnt, ob ihr mal diesen ein oder anderen Quickscope rausgehauen habt, weil es gibt... Von wo, zack her. Ah, es ist wieder Slim Shady. Guckt euch da... Oh mein Gott, guckt euch, wie er spielt. Digga, das ist doch ein scheiß Witz. Es gibt halt so Sniper-Spieler, die halt so richtig krass pushen und diese Sniper wie so eine kleine MP benutzen. Die haben meinen vollsten... Ich dachte, es wäre ein Kopf. Er chillt da oben auf dem scheiß Auto, glaube ich. Oh mein Gott. Zeigt euch. Guck mal, die verstecken sich hinter dem Stein. Der Stein kann euch nicht retten. Perfekt, die sind schon weg. Let's go. Hey, hier waren noch 2 Spieler. Ach da. Oh mein Gott, jetzt jumpen die weg. Oh mein Gott. Kommt, da ist einer. One shot, one kill. Skill. Hier, guckt euch. Gut, wenigstens hat er bemerkt, dass ich da bin, okay? Er hat wenigstens ein bisschen gehört. Wenigstens hat er Ohren. Die Reaktionszeit eines Rentners, aber wenigstens hat er Ohren. Oh. Oh. Ich bin so. Sie wollte mich boxen, hat es aber nicht geschafft. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Hätte ich meine PPSA hier. Die Nuklear wäre... Oh mein Gott, die Nuklear wäre so drin. Oh mein Gott. Aber Leute, ich darf nicht switchen. Ich muss mit der Sniper spielen. Easy. Peasy. Lemon, nachladen. Squeezy. Oh mein Gott, die Hunde sind raus. Ich kann nicht so pfeifen. Ich mach anders. Jetzt sind die Hunde da. Oh mein Gott, der Hund hat Slim Shady geholt. Oh mein Gott, bester Hund der Welt. Er will... Oh. Nochmal Slim Shady. Was? Digga, die Hunde... Wann sind die Hunde so OP? Let's go. Der Bastard hat meinen Hund geholt. Es war nicht der. Oh mein Gott. Mein Hund wurde vor meinen Augen getötet. Rest in peace in den Chat. Guck mal, ich bin 2. Platz, Leute. 2. Platz mit der Sniper. Dann kann nur mein Team beschissen sein. Holy shit. Sollen wir eine Runde versuchen, mit der Sniper auf Shiphouse zu spielen? Ich werde es bereuen, aber ich versuch's. Let's go. Beginnt ja schon mal gut. Wenn ihr mit der Sniper auf Shipment spielt und ihr rasiert da komplett und macht die eine Streak nach der anderen. Leute, Respekt. Wenn ihr das schafft, Respekt. Wirklich, wirklich Respekt. Ich mach hier auf der Karte wirklich 1 Kill und dann sterbe ich. Pass auf, ich mach jetzt einen Kill.
Und jetzt sterbe ich gleich wieder. Pass auf, jetzt pass auf. Oh, zwei Kills? Oh mein Gott, oh mein Gott. Also das ist das Maximum, Leute. Zwei Kills bisher gemacht. Zwei Kills gemacht, ohne zu sterben. Okay, zwei Kills. Merkt euch das. Zwei Kills. Geiler Spawn, Bro. Geiler Spawn. Neue Challenge, Leute. Schaffe ich zwei Kills. Schaffe ich mehr als zwei Kills, ohne zu sterben. Ein Kill? Nein. Zwei Kills? Oh mein Gott, zwei Kills, zwei Kills. Komm schon, komm schon. Drei Kills? Vier Kills? Oh mein Gott, vier Kills. Maxim, nein, Hund, Hund. Imagine, ihr seid auf Streak und ein fucking Hund holt euch. Oh mein Gott, was du Scheiße, Bro. Geh einschlafen. Geh einschlafen? Ich meine, verkauf deine Plays, what the fuck? Leute, ich bin eigentlich immer so ziemlich der Believer, aber ich schaff, glaube ich, niemals mehr als vier Kills, ohne zu sterben auf Shipment mit der Sniper. Niemals. Eins. Es müsste mal echt so einen Test geben, irgendwie so ein Laborbericht, Quelle, Labortest. Labortest meine ich. Eine Person, die, sagen wir mal, 10 Stunden auf Shipment gespielt hat, okay? Auf Shipment. Und dann eine Person, die noch nie Call of Duty gespielt hat. Ich würde gerne mal die Reaktionszeiten von dem mal sehen. Das wäre so ein geiler Test. Aber ich glaube, es gibt keine Person, die mehr als 10 Stunden Shipment nur gespielt hat. Ich glaube, so eine verrückte Person gibt es nicht. Also wirklich, danach gehörst du in die Psychiatrie. Okay, okay, da. Ein Kill. Ein Kill gemacht, ohne zu sterben. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ein Kill gemacht. Gestorben. Ein Kill. Ein Kill. Ein, Andrea holt mich. Eins, 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 eins. Ein Kill gemacht, ohne zu sterben. Oh, sorry, Digga. Ih, was ist für eine Killcam? Wäh. Wir spielen's ruhiger, wir spielen's ruhiger, wir spielen's ruhiger. Ja. So viel zu dir, wir spielen's ruhiger. Let's go. Ein Kill. Ein Kill gemacht, ohne zu sterben, Leute. Zwei Kills gemacht, ohne zu sterben. Zwei Kills. Und. Ich versuche noch einmal, Leute. Schaffe ich mit der Sniper mehr als vier Kills, ohne zu sterben. Let's go. Oh, warte mal. Erst Panzerplatten rein. Erst Panzerplatten rein. Okay. 3, 2, 1. Let's go. Vier Kills zu machen. Komm, 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 komm. Letzte Chance. Letzte Chance. Nein, nein. Okay, jetzt letzte Chance. Letzte Chance. Nein, noch eine letzte Chance. Eine letzte Chance. Eine letzte Chance. Jetzt, jetzt. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, das ist das Video, lasst gelacken, aber das schaut gerne das YouTube, was über jeden Montag und Donnerstag 16 Uhr. Wir sehen uns zusammen. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Ihr habt das Video jetzt angeschaut, ne? Habt ihr jetzt mehr Bock bekommen, die Sniper zu probieren? Beziehungsweise zu zocken oder nicht? Weil ich glaube, so wie ich gespielt habe, habe ich euch abgeschreckt.